Die Unsichtbarkeit von Viren und Daten. Soziale Quantifizierung und AI Hinterland. Manchmal hören wir jetzt, dass wir alle im selben Boot sitzen, was nicht stimmt. Die sogenannte Gleichbehandlung besteht nur darin, dass dieses Virus weder den sozialen Status noch das Einkommen berücksichtigt, ganz zu schweigen von nationalen Grenzen. Ungleichheit nimmt zu, und zwar zwischen Ländern, die über die Mittel verfügen, und solchen, die dies nicht tun, zwischen denen, die Zugang zu Gesundheits- und Pflegediensten haben und denen, die den nicht haben. Am meisten leiden die Migrantinnen dieser Welt, die durch kein soziales oder gesundheitliches System geschützt werden, die Kollateralschäden in Afrika und Südamerika, die durch den Shutdown der reichen Länder entstehen, werden genauso in Kauf genommen wie die Todesmärsche der Armen in Indien. Der Virus wird so zum Vorwand einer internen und externen Xenophobie, zu beobachten vor allem in den USA, Ungarn und Polen. Ich möchte nicht über alarmistische Zahlen sprechen, und zwar angesichts einer weltweiten Infektionsrate von 0,0003%, die eine ideologisch dem Kalten Krieg und Big Business verhaftete US-amerikanische Universität im Minutentakt veröffentlicht, mit dem Anschein von Objektivität. Nicht darüber, dass in Berlin und Brandenburg gerade einmal jede tausendste Person am Virus erkrankt ist, während 40% der deutschen Intensivbetten leer sind und das Personal in den Ferien. Und auch nicht darüber, in welchem Verhältnis diese Zahlen zu der 500.000 Toten des Syrienkriegs oder den unzähligen, die auf dem Grund des Mittelmeers liegen, stehen. Ich könnte versuchen zu erklären, warum Kuba, China und Russland dem italienischen Gesundheitssystem helfen, während der europäische Norden beschließt, seine an Griechenland exekutierte Sparpolitik jetzt auf Spanien und Italien auszudehnen, wodurch das Ende Europas, wie wir es kennen, eingeläutet ist. Ich könnte auch davon berichten, wie die Agroindustrie und ihr endloser Expansionsdrang dazu geführt hat, dass Monokulturen bis in die letzten Winkel der Welt ausgedehnt werden, wo hunderttausende Viren auf die Möglichkeit des Übersprungs auf den Menschen warten. Zitat: Wenn wir uns jetzt nicht um die Natur kümmern, wird sie sich um uns kümmern. Warnt Elisabeth Mrema, Acting Executive Secretary of the Convention on Biological Diversity der UN. Vergessen wir also nicht, dass die Menschen die Natur analog ihres Umgangs untereinander inzwischen derart zugerichtet haben, dass jetzt selbst Kybernetikern der Californian Ideology zwar die Argumente ausgehen, nicht aber das Geld. Dazu gleich mehr. Ich habe beim Versuch, die Krise weiträumig zu fassen, in Elias Canettis Faschismusanalyse Masse und Macht gelesen. Dort steht, dass der Mensch nichts mehr fürchtet als die Berührung durch Unbekanntes. Das Einhalten von Distanz wird zur letzten Hoffnung. Es ist merkwürdig, wie die Hoffnung zu überleben den Menschen hier zu einem Einzelnen macht. Angesichts dieser Situation würde ich also gerne über die technologische Gleichschaltung der Vereinzelten im Spätkapitalismus sprechen, die ein Grund zu sein scheint für die Maßnahmen, denen wir jetzt weltweit ausgesetzt sind. Der Zugriff auf unser Leben findet durch eine neue Form von Datenschürfen, mit anderen Worten einer Überwachung des Lebens, einem bis dato unbekannten Datenkolonialismus statt. Entkolonialisierung der Rolle von Daten bei der Erklärung sozialer Verhältnisse würde andererseits bedeuten, die Annahme abzulehnen, dass nur Daten Daten erklären können. Das heißt, dass nur quantitative Methoden, die auf Big Data basieren, die Welt von nun an genau beschreiben können. Während wir also die Idee selbst, Daten zu sammeln, zum Beispiel für klar definierte soziale Zwecke, nicht ablehnen sollten, müsste das sich entwickelnde Vorhaben
gemeinsam über die Folgen eines Datenkolonialismus nachzudenken, darauf bestehen, die Aspekte des sozialen Lebens, die unsichtbar, ungehört, ungezählt oder unbestätigt bleiben, im vorherrschenden Verständnis des Kapitalismus genau zu berücksichtigen, wie Johanna Montgomery argumentiert. Um Ostern herum bekamen alle deutschen Nutzerinnen der russischen Messenger-App Telegram eine Nachricht der Bundesregierung mit der Aufforderung, eine Tracking-App zu benutzen. Telegram, das nur zur Erinnerung, war bisher nicht bereit, mit Staaten, insbesondere nicht mit dem russischen Staat, zusammenzuarbeiten, wie etwa WhatsApp mit dem amerikanischen. Gesundheits-Apps zum Tracking mit Opt-in-Funktionen sind das eine und es klingt besser als Location-Based Social Intelligence oder gar Intent Recognition. Palantir, den geheimnisumwitterten Datenverarbeiter aus Kalifornien, der jetzt, wie Bloomberg berichtete, mit europäischen Staaten zusammenarbeitet, und ich zitiere jetzt Palantirs Foundry, Beseitigung der Hindernisse zwischen Backend- und Datenverwaltung und Frontend-Datenanalyse, tiefgreifendes Fachwissen, verwenden Sie es, um Maßnahmen zu ergreifen. Dieses relativ unbekannte Unternehmen aus dem Silicon Valley zu beauftragen, das scheint eine klandestine und wirksame Vorgehensweise zu sein, denn dort wird neben zweifelhaften Methoden der Big-Data-Beschaffung mit Machine Learning gearbeitet, um lückenlose Bevölkerungsprofile zu generieren oder, besser gesagt, den mitteleuropäischen Staaten, die sich das leisten können, einen Big-Data-Pool mit wenig Latenz vorzuhalten und für Predictive Policing auf der Straße und im Netz zur Verfügung zu stellen. Um das zu verstehen und einordnen zu können, muss ich aber ein paar Umwege gehen und Fragen stellen. Können wir das weltweite Begrüßen von Social Distancing nicht als Indiz für eine Sinngebung digitaler Technologien verstehen? Ist die Benutzung dieser AI-gesteuerten Apps mit den Arcade-Spielen zu vergleichen, wo ab der ersten Sekunde Dopamin ausgeschüttet wird, um zu testen, was den Leuten vermeintlich spielerisch, durch das, was man Nudging nennt, was den Leuten also zumutbar ist und was nicht? Ist die südkoreanische Gesundheitsüberwachung mit Contact Tracing, Data and Security Tracking, persönlichen Interviews, der Auswertung von individuellem Bezahlverhalten und GPS nicht eine sinnvolle Methode, um statt einer gesamten Bevölkerung nur wirklich gefährdete Personen zu isolieren? Hat nicht der chinesische Staat gezeigt, dass er in der Lage ist, mit der Auswertung von Nutzerdaten der alle digitalen Lebensbereiche abbildenden Social-Media-App WeChat die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen, ohne dem ganzen Land einen Lockdown zu verordnen? Oder können wir da lediglich die landesweite Implementierung des Social Credit Score Systems sehen, dieses Mal als Hilfe des Staates getarnt? In Korea ist man sich einer dunklen Seite der Technologie bewusst. Zitat: Es stimmt, dass das öffentliche Interesse höher bewertet wird als die Menschenrechte. Zitat Ende. Wie geht es also weiter, wenn die Regierungen des reichen Westens jetzt den öffentlichen Raum zur Gefahrenzone erklären und ihnen die Argumente ausgehen für die Exekution des Generalverdachts einer potenziell kranken Gesamtbevölkerung mit ihren unabsehbaren sozialen, psychischen, also gesellschaftlichen Folgen? Wir hören jetzt bereits den Ruf nach Sparmaßnahmen, etwa in Bezug auf die soziale Altersrente, um die öffentlichen Haushalte zu entschulden und Defizite auszugleichen. Das hier ist in Wahrheit ein Bürgerkrieg. Der Feind ist nicht da draußen, sondern in uns, hat Giorgio Agamben richtig beobachtet. Über eine Fiktionalisierung von Wirklichkeit wird die neue Wirklichkeit definiert. Diese Fiktionalisierung verläuft analog des aristotelischen Leben oder Tod-Paradigmas.
Die neue Narration entspricht wieder der des Hollywood-Films oder man könnte auch sagen der politischen Rede oder der Werbung, die die Wirklichkeit vereinfachen und ausweglos erscheinen lassen. Binge-Watching von Serien wird die Streaming-Angebote und uns alle erledigen, denn es macht depressiv, wenn wir ausschalten. Alle merken das jetzt. Die digitale Welt ist nicht die Alternative zur analogen Wirklichkeit. Diese muss jetzt aber, und das ist neu, top-down durchgesetzt werden. Nur darf es nicht so klingen. Hilfreich scheint dabei zu sein, dass die Unsichtbarkeit des Virus mit der Unsichtbarkeit der Daten eins wird. Corona wird zur Reise zu uns selbst oder, um es mit dem amerikanischen Rapper Childish Gambino zu sagen, du bist nur ein Strichcode. You just a barcode. Wir sind Zeuginnen einer Einübung in Verhaltenshomogenisierung, denn die Technologien der künstlichen Intelligenz beruhen auf statistischen Auffälligkeiten und ähneln sich so der Narration der Virologie. Beide argumentieren im Dunkeln. Sie rechnen die Zukunft hoch und das wird dann zum neuen Paradigma der Gegenwart. Das ist und soll auch nicht nachvollziehbar sein, alternativlos aber schon. In Russland heißt das Vorgehen des Staates noch digitalisiertes Konzentrationslager. Algorithmen auf deinem Telefon und in den Überwachungskameras entscheiden über dein Handeln außerhalb deiner Wohnung. Und der Disziplinarzahl steht draußen bereit. Im Westen ist es anders. Hier ist Corona bereits internalisierter Gehorsam, der hygienische Humanismus, die Kontrollgesellschaft. Die Mitarbeit der gesamten Bevölkerung ist erforderlich und es darf wieder denunziert werden. Verbindliche Empfehlung ist die deutsche Sprachregelung, die die Leute auf Linie bringt. Und anschließend haben sie uns alle an der Leine, fasst dennoch die Kioskbesitzerin in Berlin-Wedding unsere Lage zusammen.